Grüß Gott, mein Name ist Pater Rolf Hermann Lingen. Wir haben heute den 10. August 2018. Ich habe heute eine Pressemitteilung geschrieben. Papst Pius XII. Und der Holocaust. Anlass für diese Pressemitteilung ist, dass ich mir vor kurzem antiquarisch ein Buch gekauft habe. Pius XII. Friede durch Gerechtigkeit, herausgegeben von Herbert Schambeck 1986. Das sind meistens sehr kurze Beiträge mit persönlichen Erfahrungen, Erinnerungen an Pius XII. Aber es sind auch Sachartikel da drin, darunter der Artikel des Historikers Konrad Repken, Pius XII. Und die Deutschen. Darauf komme ich später. Und zwar, Thema ist die Rolle der Kirche bzw. das Verhalten von Papst Pius XII. Zur Zeit des Nationalsozialismus. Und da denkt wahrscheinlich heute jeder an das Theaterstück von Rolf Hochhuth, 1963 uraufgeführt in Berlin. Da gab es auch ein Buch dazu, Summa Injuria oder Durfte der Papst schweigen, Hochhuths Stellvertreter in der öffentlichen Kritik. Das sind also verschiedene Stimmen zu dem Theaterstück. Es wird eigentlich von allen, der Titel suggeriert das ja auch, von allen erstmal davon ausgegangen, dass die historische Darstellung von Hochhuth richtig ist. Also Pius XII. Hat zu den Verbrechen Nazis geschwiegen. Auf der Rückseite ist zum Beispiel eine etwas andere Meinung, und zwar von dem Jesuitenpater Johannes Leppich, der hat also in einer Predigt in Berlin vor 2000 Zuhörern da gesagt, wenn ich den regierenden Bürgermeister von Berlin öffentlich mit Dreck bewerfe, komme ich ins Gefängnis. Wenn jemand den verstorbenen Papst öffentlich mit Dreck bewirft, bekommt er vom Staat noch 5000 D-Mark geschenkt. Also das bezieht sich darauf, dass Hochhuth für dieses Theaterstück den Literaturkunstpreis bekommen hat und eben auch 5000 D-Mark. So. Zu diesem Theaterstück gab es dann auch verschiedene andere Publikationen. Die bekannteste, wenn auch heute wahrscheinlich völlig unbekannt, aber die bekannteste damals dürfte wohl die von Josef Matthias Görgen sein. Pius XII., katholische Kirche und Hochhuth Stellvertreter. Da meint er also, dieser Angriff gegen Papst Pius XII., diese Ungerechtigkeit wäre nicht möglich gewesen, zu Lebzeiten von Pius XII. Jedenfalls haben sie ja erst nach seinem Tod stattgefunden. Pius XII. Ist 1958 gestorben. Das Theaterstück wurde 1961 geschrieben und 1963 veröffentlicht. Das ist eins der besseren Gegendarstellungen. Ich habe mich also schon sehr viel mit der Thematik Nationalsozialismus und Kirche beschäftigt. Das fing eigentlich schon an bei der Bundeswehr, als ich jemand Hochhuths Stellvertreter gelesen hatte und mir weismachen wollte, das wäre die Wahrheit, die Kirche ist ein Verbrecherverein und so. Da habe ich gesagt, glaube ich nicht. Da habe ich also angefangen, mich mit den ganzen Storys über die Nazi-Zeit zu beschäftigen und habe festgestellt, dass da also gelogen wurde, dass sich die Balken biegen. Hier zum Beispiel Verräter oder Märtyrer. Dokumente katholischer Blutzeugen der nationalsozialistischen Kirchenverfolgung geben Antwort. Aha, es gab also eine nationalsozialistische Kirchenverfolgung. Ja, also die katholische Kirche war im Grunde genommen Opfer. Und da habe ich auch festgestellt, die Mehrheit Hitlers war durch die protestantische Mehrheit, also die Mehrheit, die Hitler bekam, bei der Wahl, war durch die protestantische Mehrheit in Deutschland bedingt. Also die Wahlbezirke, das kann man sehr schön an Karten sehen, die katholisch waren, da hatte Hitler verloren. Und da die Katholiken in der Minderheit waren, hat Hitler gewonnen. So, wer sich mit der Thematik Pius XII. Generell beschäftigen würde, dem empfehle ich dieses Buch. Der ist auch sehr, sehr viel über die nationalsozialistische Ära drin. Also von Nazareno Padellaro, Pius XII. Bekommt man auch noch ziemlich gut im Antiquariat, denke ich. Sehr viele Dokumente vor allem sind darin erwähnt, zum Teil auch zitiert. Also wie die Leute darauf gekommen sind, dass
Pius der XII. Geschwiegen haben soll, ist mir einfach nicht mehr nachvollziehbar. Dann gibt es natürlich auch dieses bekannte Buch, was ich auch in Auszügen schon verschiedentlich veröffentlicht habe, von Pater Johann Maria Lenz, Christus in Dachau. Da sind also auch viele Informationen aus dem persönlichen Erleben eines Dachau-Überlebenden, eben des Pater Maria, Johann Maria Lenz. So, und jetzt also zu diesem Buch, beziehungsweise zu dem Artikel von Konrad Repken in diesem Buch. Repken erwähnt also erstmal, dass das Leiden der Deutschen, auch nicht nur während des Krieges, sondern auch nach dem Krieg durch die Siegermächte, durch die Befreier, ja, dass das einerseits enorm war und andererseits praktisch heutzutage völlig vergessen. Also im Grunde muss man sagen, wer noch an das Leid der Deutschen nach dem Krieg erinnert, der wird sehr, sehr schnell zum Nazi abgestempelt und dementsprechend auch möglicherweise ins Visier der Behörden geraten. Und dann erwähnt Repken noch eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Und zwar, er meint, diese Kritik gegen Pius den XII. Ist eigentlich Kritik gegen das Kirchenregiment, gegen die Kirchenstruktur. Das heißt, diejenigen, die Pius den XII. Kritisieren, wollen eigentlich damit eine andere Kirche. Das ist ausdrücklich, wortwörtlich so bei Repken so geschrieben. Diese Kirchenkritiker, also die Papstkritiker, wollen eine andere Kirche. Die wollen eine Veränderung der Institution Kirche. Und genau das ist ja auch eingetreten. Nur das hat Repken dann eben nicht mehr mitbekommen, also oder ignoriert selber. Aber das ist der Dreh- und Angelpunkt. Und so erklärt sich dann eben auch vollkommen logisch, warum heutzutage die Meinung gegen Papst Pius XII. So vernichtend ist. Ja? Weil er eben für die katholische Kirche steht. Also weil er tatsächlich das repräsentiert und das auch getan hat, was eben katholisch ist. Und jemand, der also jetzt auf diese ganz einfache Wahrheit hinweist, dass eben mit Vatikanum II tatsächlich die Institution geändert wurde, und zwar wesentlich, wesenhaft geändert wurde, der ist also auch sehr schnell Opfer von Verfolgung, von Verleumdung, von Schikane und so weiter und so fort. Also ich weiß, wovon ich spreche. Zum Beispiel Karol Wojtyla hat vor dem Montini, der damals als sogenannter Papst Paul VI. Firmierte, sogenannte Exerzitien gehalten, wo er seine ganze Allerlösungslehre oder Ideologie, also seine ganze antikatholische Fantasterei da ausbreitet. Und da erzählt Wojtyla völlig unverhohlen, unbekümmert, es ist der Kirche geglückt, ihr Wesen auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil, ihr Wesen neu zu bestimmen. Ja, genau das ist es. Das sind die Originalworte von Wojtyla, ne? Dem späteren Johannes Paul II. Es ist der Kirche geglückt, ihr Wesen neu zu bestimmen. Die Kirche ist das Wesen, also diese Kirche vom Vatikanum II, ist etwas wesentlich anderes als die katholische Kirche. Die Kritik an Pius dem XII. Ist Kritik an der Kirche, ist Kritik an der katholischen Kirche als solcher, nicht an irgendeiner historischen Erscheinung, sondern an irgendwelchen politischen, diplomatischen Entscheidungen. Nein, am Wesen der katholischen Kirche. Und weil dem so ist, ist es Pflicht, gegebenenfalls opferstark Widerstand zu leisten gegen Verleumdungen und erst recht gegen Angriffe gegen die katholische Kirche.